25.05.2013. Ja, das ist ja der modifizierte Kugel EMDR und wir haben jetzt zur Stabilisierung hier oben ein paar Eisenringe, das sind so Feststellringe, auf das Plateau gelegt, damit die Kugel, die hier jetzt schwebt, so ein bisschen im Gleichgewicht gehalten wird, weil sie ansonsten immer an die Wand anschlägt. Das macht sie zwar auch noch, also um sie ein bisschen zu beruhigen. Ja, das System läuft zurzeit mit 24 Volt und lädt hier gerade zwei Batterien. Diese ist bald voll, diese auch. Und wir haben aber noch, wie zum Beispiel diese Drähte hier, Generatoren, Spulen frei, die wir noch anschließen könnten. Ja. Und es scheint hier auf die Art der Transistoren anzukommen. Also wir brauchen wohl Transistoren, die eine sehr hohe Schwingungsfrequenz, Schaltfrequenz haben. Und das werden wir jetzt in der nächsten Zeit noch testen und prüfen, müssen aber vorher Transistoren beschaffen, aber einstweilen ist das schon mal ein zufriedenstellendes Ergebnis hier. Okay. Also, wir haben jetzt hier unseren Kugel EMDR 2. Das ist eigentlich schon 3, Meister. Das ist eigentlich schon der dritte. Wir haben jetzt ganz unten eine Generatorspule, die ist kurz geschlossen, aber die Kugel schwebt. Der zweite Generator ist zurzeit nicht benutzt, das ist dieser mit 0,8er Querschnitt. Hier sind vier Windungen drauf, zweimal 0,5 mm, einmal 0,63 mm und einmal 0,2 mm. Die 0,2 mm ist Trigger, die 0,5er ist Motor. Eine Motor, eine haben wir als Generator abgeführt, damit speisen wir hier drüben die Batterie. Momentan sehr, sehr gut. Dann haben wir noch einen Generator auf dieser Spule. Das ist der 063er. Damit laden wir die Batterie hier drüben, die geht jetzt exorbitant hoch. So, und jetzt haben wir 12 Jetzt haben wir einfach unten das System mal abgedichtet. Unten ist ein Korken im Röhrchen. Ich muss dazu sagen, das was wir jetzt machen, machen wir nicht, weil das Ding überhitzt, sondern wir wollen jetzt mal probieren, ob wir die Kugel etwas in Ruhe bekommen. Und dann machen wir hier oben mal einen Trichter drauf. Und füllen da Wasser rein. Haben das System abgedichtet und füllen jetzt einfach mal Wasser rein und gucken mal, was da passiert. Also wir wissen es selbst noch nicht, wir haben es noch nicht getestet. Es ist dicht. Warte mal, lass mal an. Dicht ist es. Warte mal, wir machen mal volle Bölle. Und starten nochmal. Mal sehen, ob es geht. Fast. Doch. Jetzt haben wir ein Solid State. Ja, klasse. Also mit Solid State lädt er jetzt wieder die Batterien hoch. Allerdings im Wasser. Macht er das auch, wenn er voll ist? Ja, kannst du gleich mal voll machen, ja. Wir wollen ja mal sehen, wie das Wasser vibriert. Also die Frequenz kann man einstellen mit dem Wasser. Laden tut das sehr gut. Ja, er lädt relativ gut. Natürlich kühlt er dann auch. Und ein bisschen undicht ist er unten. Doch undicht? Ein kleines bisschen. Ja, okay. Nochmal versuchen.
Die Wassersäule ist zu hoch. Jetzt habe ich den Draht abgemacht. Kugel bewegt sich. Ich glaube, du müsstest vielleicht mal unten die Plastikdinger runter machen, damit er ganz runter geht. Die meinst du? Ja, die, genau. Dass man einfach aus dem Wasser heraus stoppen. Ups. Solange wie ein Kabel im Wasser liegt, ist es kein Problem. Es dürfen nur nicht mehrere drin liegen. Jo. Moment. Er möchte. Ich habe hier jetzt... Soll ich das machen? Moment. Ja, bitte. Wir haben es jetzt auch noch nicht mit Milch oder mit Kaffee probiert. Nochmal weg. Oh. Ja, dann siehst du. Er dreht im Wasser. Und was lustig ist, er bildet hier einen Strudel oben. Ach ja! Den Schauberger Strudel. Na, jetzt können wir doch mal Potti machen, wa? Kann man einen Potti spielen. Na, das gibt doch einen tollen Schauberger Strudel. Da. Wenn dieser Strudel bis unten geht, dann würde sich die Kugel ganz schnell drehen. Ja. Mach mal einen Korken rein oben. Ja, das. Guck mal, ob da. Kann man noch weiter unterregeln? Wir geben jetzt mehr Widerstand drauf. Und vielleicht musst du jetzt ein bisschen... Und ich schieb mal die Spule ein Stück schon. Ja? Geht das? Ja. Unser kleiner Tornado. Und wenn der die Kugel erreicht hat, müsste die Kugel ruhig sein. Nee, jetzt. Wir hätten vielleicht mehr Teekrümel reinschütten sollen mit. Ich halte einfach mal was Dunkles dahinter, dass man den Strudel sieht. Siehst du das so? Ja, ja. Wir können das reinschütten. Farbe. Mhm. Was hättet ihr denn für Farbe? Eine Tinte, irgendwas blau, wenn schon blau. Ja. Also für die Kamera ist es zu hell. Warte mal, wenn ich weiter weggehe. Ja, besser. Besser. Jetzt ist besser, jetzt ist optimal.
Siehst du, wie sich da Bläschen bilden? Ja, ja. Und, das energetisiert das Ganze, ne? Und das Komische ist, es kommt von unten auf. Naja, weil es ja unten nicht richtig ist. Ja, Luft zieht. Nee, zieht nee. Keine Luft. Die, nee. Du hast nee. Ja von oben. Naja, im Grunde hast du aber jetzt hier eine Verwirbelung, du hast einen Propeller. Nee. Man merkt aber am Flimmern jetzt, dass das ganz schön auf die magnetische, die elektromagnetische Schwingung hier auf die Kamera im Handy geht. Das flackert. Was auch lustig ist, das Wasser verfärbt sich. Liegt das an dem Korken? Bisschen tiefer leuchten bitte. Bisschen tiefer. Besser, ja. So indirekt ist besser. Mit Kröte Wasser. Und das mal mit meinem Würfel probieren. Dann haben wir ein neues Pumpensystem. Haben wir einen Würfel? Hm? Haben wir Würfel? Ich hab einen Würfel. Das ist immer noch die 19er Kugel. Den Ladevorgang nicht mehr so effektiv, aber zum Wasserstrudeln. Naja, du müsstest jetzt da drüber eine Generatorspule haben. Mhm. Interessant ist einfach auch, wie die Kugel sich dreht. Wir stellen dazu nochmal ein Foto ein. Die Kugel dreht sich also von Nord nach Süd, also von oben nach unten, und dreht sich dabei nochmal. Das sieht man jetzt sogar ein bisschen, das ist ein bisschen schwer. Ja. Jens, hast du klar? Ja. Nicht volle Bulle rein, aber ein bisschen. Tropfenweise. Versuch mal in die Mitte reinzupassen, wenn es geht. Was von mir so? Hm. Ja, das hat so viel. Macht nichts. Ja, aber die sind hier so guck. Sieht man aber ein bisschen die Verwirbelung besser. Guck mal, siehst du das? Ich soll mal sehen, ob die Tinte sich auflöst. Das glaube ich nicht. Meinst du?
ob die sich zerreibt. Ja, stimmt. Die Farbe nimmt nach, ne? Ja. Das ist aber interessant, oder? Ich habe ja gesagt, dass also in der Verwirbelung, Verunreinigung, das sieht so aus, ja? Langkettige Moleküle zerschlagen werden. Ja, das ist ja lustig. Guck mal, die Tinte ist weg. Ist ja der Hammer. Nee, weg ist er noch nicht, aber... Aber die blasst nach, ne? Jetzt ist sie verblasst. Okay. Guck mal. Die Tinte verblasst. Tatsächlich. Schauberg hat recht. Also das ist, glaube ich, auch... Krass, oder? Es ist auch, glaube ich, ist so trüb, das Wasser, weil es eben total energetisiert ist. Oder, naja, es ist ja auch viel Luft drin, ne? Ja. Ich glaube, wenn wir es stehen lassen würden, dann würde es wahrscheinlich... Aber guck dir das mal an, wie das jetzt die Farbe verliert. Wow. Ey, ich habe das nie geglaubt, dass du da eine Verunreinigung wegkriegst. Schauberg hat recht. Ist der Hammer, ey. So, jetzt haben wir mit unserem Kugel-EMDR auch noch... Schauberger Wiesen. Eine schaubergische Wasserreinigung nachgewiesen. Ja, das will ich jetzt mal beobachten, das ist klar. Das ist kannst du ja gleich nochmal machen. Tinte nicht, rein. Noch nicht ausschalten. Ja, nee. Aber jetzt ist es für mich klar, was da passiert. Also langkettige Moleküle werden zerstört im Wasserwirbel. Wir sehen die Kugel wieder. Ja, weil sie jetzt an die Wand schlägt, Meister. Aber sehr interessant. Oh, das ist wirklich interessant. Wo ist denn die Tinte hin? Das ist doch Farbstoff. Woraus besteht die Tinte? Organisch oder anorganisch? Das ist oben Schaum ab. Das sind die organischen Bestandteile, die dort offensichtlich die Eiweißbestandteile. Ich weiß nicht, woraus die Tinte besteht. Später jetzt. Ja, 2 Minuten später. Die Tinte, also der Farbstoff ist nicht mehr wahrnehmbar. Na doch, er ist schon noch wahrnehmbar, aber ja, nicht mehr viel. Das ist, also man kann auch in den Generator reingehen. Er meint, das ist die Generatorspule. Und trotzdem klart das Wasser nach. Wobei, das ist auch die Antriebs- und die Triggerspule. Das ist nämlich 4 Windungen zusammen drauf. Jeweils 445 Windungen. 0,2, zweimal 0,5 und einmal 0,63. Also der Farbstoff ist fast weg.
Und wäre mal interessant zu wissen, woraus die Tinte besteht. So, das ist immer noch dasselbe Wasser. Wir hatten es jetzt eben mal außer Betrieb, das heißt ruhig. Man kann zum Beispiel ruhig werden lassen. Und jetzt wird dasselbe Wasser nochmal energetisiert. Dann bilden sich auch Luftbläschen bzw. viel Sauerstoff. Und Klaus wird jetzt gleich nochmal etwas Tinte reinträufeln. Da muss ich es abstellen. Stell es ab. Achso, Tinte hatten wir hier zum Beispiel über die Hälfte der Patrone reingeschüttet. Nur dass man mal sieht, wie viel das eigentlich war. Ich ziehe mir die jetzt in die Spritze rein. Die Spritze ist ein bisschen überdimensioniert. Muss ich mal anders machen. Das ist also der Rest der Patrone, das ist nicht mehr ganz die Hälfte gewesen. So, dann nehme ich mir mal unten noch ein bisschen Wasser weg. Die Wandung. Oder lassen wir das so mit der Wandung? Ja, das ist egal. Dass man das einfach nachher mal sieht, was da eigentlich von Schweinskram los war. So, jetzt. Und jetzt feuern wir diese Farbe wieder raus. Mal sehen, ob uns das jetzt nochmal gelingt. Ob das vielleicht bloß eine Sättigung war vorhin oder ob wir jetzt eine Sättigung erreicht haben. Also man sieht die Kugel nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera ist. Ja, ein bisschen was sieht man vom Metallischen. Jetzt geht's ab. Jetzt ein bisschen raus, kriegst ein bisschen Speed. Man sieht schon, es fängt schon an klar zu werden im inneren Bereich. Fängt an Farbe zu verlieren. Wie gesagt, wir haben das Wasser nicht gewechselt. Es ist immer noch dieses einmal schon gesäuberte Wasser. Gesäubert kann man auch nicht sagen, wir haben es ja nicht chemisch überprüft. Ich glaube, das war die Farbe ja nicht mehr zu sehen. Nebenbei laden wir gerade eine blaue Säurebatterie auf, bei der sind wir gestartet. 12,40 oder wie war sie? Ja, ungefähr. Das ist eine 2,5 Ampere Batterie. Je tiefer ich mit der Kugel in den Generator reingehe, desto besser wird sie geladen. Wenn ich ein Stückchen rausgehe, kriege ich Speed auf die Kugel. Man sieht also die Farbe, das ist immer weniger. Für unseren Farbversuch ist das besser, wenn es einfach ein Stückchen aus dem Generator raus ist. Das ist die Schauberger Verwirbelung. Vermuten wir mal, dass das damit zu tun hat. Das ist halt so ein ähnlicher oder derselbe Effekt. Also die Farbe verliert sich jetzt langsam. Wir sind immer noch bei der Befüllung, bei der zweiten Befüllung mit Tinte. Und uns war ja bisher nicht klar, wie rum die Kugel dreht. Und jetzt kann man das sehr schön sehen, dass also der Wirbel, der entsteht, mal rechts rum oder links rum dreht. Also mal mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Kugel selbst dreht sich von Nord nach Süd, immer von oben nach unten und beschreibt dabei auch eine
eine weitere Drehung. Wie das nun zustande kommt, dass die also einen Drehwechsel macht, also, oder wir schließen darauf, dass sie einen Drehwechsel vornimmt. Also muss man jetzt erklären, es ist nicht wie die Erde sich dreht, Nordpol, Südpol und dann um die Achse von Nord- und Südpol, sondern die dreht sich, da wäre also sozusagen, man müsste sagen, durch den Äquator wäre Nord- und Südpol und dann dreht sie sich so. Also durch den Äquator wäre die Achse. Ja, die Achse, genau. Nicht der Nord- und Südpol, der liegt also dann vertikal zur Achse. Ja, man sieht es so schön. Und jetzt sieht man, dass es sich doch wieder klärt. Es muss aber ein Wirbel entstehen. Also der Wirbel geht hin und her, ne? Mhm. Das ist schon interessant. Das ist also die Frage gewesen, wir wussten das bisher nicht, wie rum sich die Kugel dreht. Also wir schließen jetzt mal einfach darauf, dass die Kugel manchmal nach links und manchmal rechts rum dreht. Ob das jetzt durch den Wandungskontakt zustande kommt, wissen wir nicht. Können wir nur vermuten. Wir haben also schon eine Drehungsgeschwindigkeit mit kleineren Kugeln erreicht, die also im Bereich von 150.000 bis 350.000 Umdrehungen lagen. Von der Seite leuchten. Ja, ein bisschen indirekter. Ein bisschen mehr. Ja, jetzt sieht man es gut. Ja, wunderbar. Also es geht links und rechts rum. Einen gewissen Rhythmus. Obwohl das Magnetfeld ja eigentlich gleich bleibt, weil über die Schaltung wird ja die magnetische Induktion hier erzeugt durch die elektromagnetischen Felder in den Spulen. Also unsere Schaltung ist ganz einfach, das ist diese hier. Also ziemlich einfach zusammengebaut. Das ist von einem Mitstreiter. Der Johannes hat die uns gebastelt. Also ziemlich simpel und zurzeit ist ein BUH100G drauf, Transistor. Und wir haben noch ein großes Potentiometer hier, das hält einige Watt aus. 50 Watt, 500 Ohm. Ja. Sonst die kleineren Potentiometer sind jetzt alle durchgeflogen. Ja, man sieht also sehr schön, dass sozusagen die blaue Farbe immer mehr verschwindet. Oben sieht man noch ein paar dunkle Spritzer, wie das mal vorher aussah. So, machen wir das erstmal aus und versuchen auch gleich was anderes. Also, wir lassen das jetzt mal so ein bisschen sich klären wieder, setzen. Erstmal die Luft wieder entweichen, also es ist ja jetzt wahrscheinlich viel Luft reingeschlagen in die Flüssigkeit, die jetzt eine sehr starke Trübung bringt momentan. Okay. Wir lassen es mal 2 Minuten absetzen und füllen dann mal ein paar Tropfen Milch drauf. Weil ja immer gesagt wird, dass langkettige Moleküle zerschlagen werden sollen im Strudel. Das sieht dann jetzt so aus, scheint schon eine gewisse Sättigung stattgefunden zu haben, aber die Kugel ist wieder gut zu sehen. Ja, das braucht jetzt eine Weile, bis die Sauerstoffgläschen sich aufgelöst haben. Neuer Versuch. Wir haben jetzt neues Wasser, frisches Wasser in das Röhrchen in der Mitte gefüllt. Unten ist die Magnetkugel. Das vorhergehende Wasser war das hier. Sieht ein bisschen drüber aus und auch noch ein kleiner Blaustich. Aber wir hatten, wie gesagt, eine ganze Tintenpatrone reingepatscht. So, jetzt fange ich an. Mhm.
fangen an zu wirbeln und jetzt wollen wir mal so einen Versuch machen und machen mal einen Milliliter Milch mit rein. Dann gibt es eine richtig milchige Brühe, denke ich mal. So. Jetzt mal langsam tropfenweise. Oh, da ist sie schon drin. Nach Schauberger sollen ja die langkettigen Moleküle im Wasserwirbel zerstört werden. Und das wollen wir jetzt einfach mal nachprüfen. Regeln wollen wir das. Ist schon. Ist schon runtergeregelt. So, und jetzt gucken wir einfach. Wir erhöhen die Geschwindigkeit. Wenn ich das jetzt aus dem Generator raushebe, fängt die Kugel an loszubrennen. Wie hatten wir das vorhin gemacht? Nee, du hast es abgehoben. So einen richtig krassen Wirbel gemacht, den wir unten komplett hochgehoben haben, ne? Also, etwas später, ungefähr 30 Minuten später, sehen wir jetzt, dass sich das mit Milch versetzte Wasser nicht geklärt hat. Also wir wissen es momentan noch nicht. Ja, ich glaube, etwas hat sich geklärt. Und der Klaus hat gerade so ein Experiment mit der zweiten Magnetkugel, wo er sozusagen die Teilung der Polarisierung aufgezeichnet hat. Und man merkt jetzt anhand dieser Kugel, dass also tatsächlich im Wesentlichen die Drehung so erfolgt wie... Nee, die erfolgt ja anders, ne? Die erfolgt jetzt so, wie wir gesagt haben. Also nicht Nord, Süd, ja. Oben, unten, sondern... Ach so, ja klar. Weil jetzt sich das ja so ausrichtet, ist klar. So wie wir es gesagt haben, genau. Jetzt. Also, das ist das Tintenwasser, was wir rausgeholt haben. Und das war das Tintenwasser Original. Wir haben jetzt einfach mal dieselbe Menge Wasser genommen und eine Patrone voll Tinte dort reingeschüttet. Und das ist es nach unserem Versuch. Jupp.